Lemurien oder Lemuria, wie wir es nennen, ist egal. Wir wissen alle so ungefähr, was damit gemeint ist. Es ist das Zeitalter, was lange vor Atlantis war. Also noch viel, viel länger her als Atlantis. Und das war auch eine ganz bestimmte Zeit mit einer ganz bestimmten Schwingung. Und da waren auch ganz viele Lernaufgaben schon, aber andere Art, als wie wir sie jetzt in dieser Inkarnation, auf dieser jetzigen Welt haben. Es war alles hier auf dem Planeten Erde, aber es war eine andere Zeit. Und heute geht es darum, dass wir uns mal ein wenig daran erinnern. Mal gucken, was kommt. Schön, dass du da bist. Sei mir ganz herzlich gegrüßt und wir grüßen gemeinsam in die Schweiz. Grüezi, Clarissa. Grüezi, Andreas. Ja, Clarissa, was möchtest du uns heute von und oder über Lemurien mit auf den Weg geben? Ja, lass uns in diese Schwingung kommen. Denn es ist eine andere Schwingung, als die wir jetzt haben. Ich spreche in der Gegenwart, weil es gibt ja eigentlich diese Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, da gibt es ja nicht einen Unterschied. Und es fällt uns leichter, wenn ich in der Gegenwart spreche, wenn wir jetzt nach Lemuria reisen. Wir machen eine Geistreise, denn das Reisen hier auf der Erde ist jetzt momentan, so wie wir es kennen, etwas schwierig. Also machen wir einfach eine Geistreise und da können wir überall hinreisen. Stelle dir zuerst so eine feine Schwingung vor. Alles ist fein um dich herum. Du spürst deinen Körper weniger, dein Körper wird ganz leicht. Im Einheitsgefühl spürst du dich viel weniger. Und Lemuria, das ist das Einheitsgefühl. Stelle dir vor, dass wir jetzt dorthin reisen. Und jetzt, wo du jetzt bist, verändert sich dieser Platz und du kommst jetzt auf eine wundervolle Insel. Und du spürst dich gar nicht mehr, denn alles zerfließt miteinander. Überall siehst du Licht, Regenbogenlicht, das sich immer wieder spiegelt mit der Sonne. Alles ist in Bewegung und alles ist in dieser Leichtigkeit. Du hörst das Rauschen des Meeres. Über dem Wasser siehst du ein Glitzern, ein Strahlen. Überall siehst du das Strahlen. Auch bei den Bäumen, die du wahrnimmst, neben dem Ufer. Sie haben eine Aura, die ein wundervolles Lichtstrahlen von sich gibt. Du bist absolut in Bewunderung, bewunderst diese Schönheit. Und auch an dir siehst du dieses Strahlen. Deine Aura passt sich dem an. Denn du bist in dieser Einheit. Nun schauen wir in das Wasser, in das Meer.
Es ist absolut rein, voller Glitzer und voller Tiere, farbige Tiere, Fische, ganz farbige Fische, kleine Fische, die sich bewegen. Und du erinnerst dich, dass diese Fische auch in der jetzigen Welt immer noch da sind. Die kleinen farbigen Fische, die ein Leuchten, die leuchtende Farbe in sich tragen, die gibt es immer noch. Sie sind immer noch auf der Erde und tragen diese feine Schwingung von Lemuria noch mit sich. Und jetzt siehst du Delfine. Du fängst an, mit ihnen zu kommunizieren. Sie möchten mit dir kommunizieren. Sie sprechen mit dir voller Fröhlichkeit, hüpfen vor dir im Gewässer, im Meer auf. Auch da gibt es noch farbige Delfine, die auch ein farbiges Muster haben, wie die kleinen Fische. Und du erfreust dich an dieser Farbenpracht. Sie haben ein Leopardenmuster, das aber viele Farben hat. Blau, gelb, rötlich und sie glänzen. Und du lachst, wenn du sie siehst, weil sie so wundervoll aussehen und eine unglaubliche Fröhlichkeit widerspiegeln. Diese Delfine haben uns, unsere Erde, mal verlassen. Aber wir haben noch andere Delfine, die wir hier kennen. Und diese tragen noch die gleiche Frequenz und Energie in sich. Das ist auch wieder eine Erinnerung an diese Zeit. An Lemuria. Diese Delfine tragen die Leichtigkeit noch in sich und sind noch absolut verbunden mit ihrem Heimatstern und der lichtvollen Quelle. Sie reinigen immer wieder unsere Meere und wir können immer wieder mit ihnen kommunizieren, telepathisch kommunizieren, ihren Klängen und ihre Töne zuhören. Das reinigt auch uns. Dein Körper fühlt sich so schwebend an. Du kannst mit Leichtigkeit gehen. Deine Füße berühren fast nicht den Boden. Du spürst einfach nur Leichtigkeit. Nun hörst du Klänge,
die überall um dich herum sind. Es sind feine Klänge. Klänge, die dich erfreuen. Gesänge und Klänge, die dich auch immer wieder zu dir selbst zurückfinden. Und wir können solche Klänge wieder auf unsere Erde bringen. Denn unsere Seele mag solche Klänge. Lemuria hat diese Feinheit in sich, diese feine Schwingung. Aber jetzt ist unsere Erde und wir am Verändern. Und es wird nicht mehr gleich sein wie Lemuria, aber wir können ein eigenes, neues Paradies hier erschaffen. Mit unseren Begabungen. Klänge haben eine sehr große Bedeutung
denn Klänge sind auch Frequenzen. Und mit solchen Klängen können wir Energien verändern. Denn diese Klänge sind mit dem Lichtvollen verbunden. Wir kehren jetzt wieder zurück von Lemuria und freuen uns jetzt, dass wir jetzt dieses Leben haben, diese Inkarnation, weil da können wir ganz viel Neues erschaffen. Wir können Lemuria loslassen und uns freuen für das Neue, was jetzt kommt, denn es kommt sehr viel Liebe und Licht auf unsere Erde. Es ist schon da und wir können daraus schöpfen und etwas Neues zusammen erschaffen. Danke für deine Reise. Danke, liebe Clarissa, dass du diese Reise mit uns in das Paradies von Lemuria gemacht hast. Danke. Es war sehr schön, dein Gesang. Danke. Ja, auch dir. Danke, dass du dabei warst, dass du mitgekommen bist auf diese sehr, sehr weite Reise in der Zeit zurück und doch wieder hier, wie Clarissa das so schön gesagt hat. Also im Hier und Jetzt und trotzdem diese mentale Reise nach Lemuria, in die Schwingung, und darauf kommt es an, in diese feine Schwingung und diese feine Liebesschwingung. Und in der wollen wir jetzt noch ein bisschen bleiben. Und deswegen senden Clarissa aus der Schweiz und ich hier aus dem Norden dir wieder von Herzen alles Liebe. Die Seele sehnt sich nach Leichtigkeit. Folge diesem Ruf, somit prallen die schweren Brocken mehr und mehr von dir ab. Der Platz wird frei für Freude und Frieden in dir.